Zuletzt bei Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Bowser Jr. hat all seine charakterlichen Macken eingesehen und beiseite gelegt und damit einen Sturm an Begeisterung bei seinen Koopalingen ausgelöst. Denn nun ist auch wieder Morten an Bord und damit ist die gesamte Koopaling-Truppe vollständig. Nun gilt es nur noch, dem Bio-Trio ein für alle Mal auf den Deckel zu geben. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario und Luigi Abenteuer Bowser im Bowser Junior DLC. Und wir sind mitten in Bowsers Festung. In der Hoffnung, ein für alle Mal das Bio-Trio aufzuhalten. Ne? Und ich habe für diesen Kampf jetzt schon mal eine Formation mir aufgebaut. Meine Gegner sehen folgendermaßen aus, dass wir meistens entweder mit Stürmern oder Fliegern begrüßt werden. Das heißt, ich habe einfach Flieger vorne hingepackt, das sollte passen. Und hinten stehen bei ihm so gut wie immer Schützen. Deswegen habe ich meine hintere Reihe und auch meine Kommandanten, ne, komplett aus Stürmern zusammengebaut. In der Hoffnung, dass ich dann hoffentlich gut am Start bin. So, und dann wollen wir mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ich bin ja gespannt, ob das hier die letzte Oberwelt ist, auf der wir unterwegs sind. Oder ob da noch irgendwie mehr kommt. Ne? Also ich kann das irgendwie noch ganz, ganz schwer einschätzen, wie lange das Ganze hier noch geht. Ich glaube, man kann so ein bisschen überprüfen, wie häufig... Oder es gibt so Medaillen, die man bekommt, je nachdem, wie viele Level man abgeschlossen hat. Ich glaube, es gibt eine Medaille, die kriegt man eben, wenn man alle Level geschafft hat. Und ich glaube, da kann man so ein bisschen überprüfen, wie weit man ist. Aber... ich würde sagen, wir spielen einfach weiter und schauen, was passiert. So, der Kampf war relativ ausgeglichen. Aber wir haben jetzt hier einen Flieger und einen Stürmer gegeneinander. Das ist ja auch ärgerlich. Ein Flieger und einen Schützen, Entschuldigung. Das heißt, theoretisch sollten wir auf jeden Fall im Vorteil sein. Und Morten jetzt auch wieder dabei, endlich. Ja, bester Mann. Mit dem haben wir am Anfang ganz viel gespielt, bis wir ihn dann irgendwann verloren haben. Und der war dann der Koopaling, den wir als letztes wieder gekriegt haben. So. Was gefällt mir doch schon mal. Er hat halt auch nur eine Fähigkeit. Das ist irgendwie auch ganz, ganz, ne, selten mittlerweile. Ne? Fast alle unsere Adjutanten, ne, haben ja mindestens eine zweite Fähigkeit, wenn nicht sogar teilweise eine dritte. Und jetzt mit Morten, der immer noch in Anführungszeichen nur die Abschirmung hat. Ganz, ganz komisch irgendwie. So, meine Flapflaps machen hier auf jeden Fall eine gute Verteidigungssenkung auf alle Gegner, was ich ganz schön finde. Damit stärken sie massiv. Mein Kampf. So, und jetzt sehe ich gerade. Das war's auch schon. Ja, wunderbar. Okay, jetzt habe ich die Abschirmung von hier Morten gezündet. Die jetzt komplett. Warte mal, kommt die jetzt überhaupt durch? Das ist die andere Frage. Also, ich habe die jetzt aktiviert. Aber genau in dem Moment hat Morten quasi auch seinen Move gemacht. Und ich glaube, da passiert jetzt irgendwie gar nichts mehr, oder was? Oh, aber warte mal, sein Kommandant ist schon tot. What? Okay, das waren auf jeden Fall zwei Truppen, also vom Gegner und von mir, wo auf beiden Seiten direkt zum Kommandanten durchgerusht wurde. Und wir haben das jetzt irgendwie besser verkraftet als er. So, er kommt mit der Überraschungsbox und zwar Angriff plus, ekelhaft, feiere ich nicht. Dementsprechend gibt es hier mal von mir einen schönen Moralboost in der Hoffnung, dass wir hier gleich mal ein bisschen Krawall machen können. Ich hätte ja gern, dass meine Goomba-Türme ihren Moralboost machen. Jawollo! Weil die machen schön viel Damage. Und zwar auf alle, das gefällt mir. Und die machen auch nochmal Damage auf alle und senken wieder die Verteidigung. Ja, das sieht gut aus. Sehr viele der Gegner sind schon down. Das vereitle ich jetzt sogar nochmal. Aber meine restlichen Punkte hebe ich mir dann noch für den letzten Kampf auf. Ne, weil ich immer so ein bisschen schauen muss, was abgeht. Bam! So. 6-5 steht es aktuell von den Truppen. Das ist nicht schön. Zack, ja. 4-3. Holy shit, ey. Ganz schön ausgeglichene Matches hier an der Stelle. So, jetzt haben wir wieder einen Flieger. Und ist das ein Stürmer? Doch, ich glaube, der Catnot ist ein Stürmer, ne? Da droppe ich jetzt, glaube ich, auch gleich meine Abschirmung, weil ich habe genug Punkte, dass ich im nächsten Kampf theoretisch auch noch eine Abschirmung machen kann. Und dann gehe ich jetzt hier gar kein Risiko, dass jetzt hier Bowser Jr. irgendwie noch ganz, ganz ekelhaft auf die Fresse bekommt. So. Und Morten macht hier schön Feierabend. Gute Sache. Ja, bisher bin ich zufrieden.
immer wieder schön, wenn Kämpfe im ersten Try funktionieren. Also ich glaube, es ist wirklich so. Man müsste jetzt mal im Verlauf des Let's Plays gucken, ne? Wie sich jetzt mein Skill verbessert hat. Aber ich glaube wirklich, dass ich am Anfang deutlich häufiger Kämpfe verloren habe als hinten raus. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass ich auf jeden Fall einen Tick besser geworden bin, beziehungsweise mehr Verständnis entwickelt habe, wie hier alles miteinander funktioniert. Ich rede es mir ein, okay? Es lässt mich gut fühlen. Okay, wir machen Autsch. Die Frage ist, mache ich ihm Autsch oder macht er mir Autsch? Aber ich glaube, ich mache ihm Autsch. So, was verhindern wir? Ich habe nochmal eine Vereitelung auf Bowser Jr. Die nutze ich, wenn ich sie schon habe. Bäm! Ihr nochmal. 9-4 steht es gerade von den Truppen. Holy! Aber er macht jetzt... Oh, er droppt jetzt die Chefsache. Ah, okay, okay. Das ist nicht so gut. Jetzt ist hier One-on-One, aber... Ich habe noch eine Abstimmung. Oha! Als ob sein Move jetzt vor meinem durchkam. Was soll das? Aber jetzt ist hier Schütze und Stürmer gegen Stürmer und Stürmer. Also wir haben auf jeden Fall den Typenvorteil. Und Morten schallert erneut den Kommandanten weg. Ein Fest, Freunde. Ein absolutes Fest. Da haben wir gut gekämpft. Morten hat mir hier definitiv den Arsch gerettet. So, 11.000 Erfahrungspunkte. 5 Level-Ups. Sehr schön, spannende Bohnen. Level 33er Truppen kommen jetzt dazu. Was sind denn Level 33er Truppen? Bei mir sind schon alle fast auf 34 oder höher. Wunderbar. So, und jetzt hier Kraftheimer. Okay. Stürmer und Schützen. Stürmer fast immer vorne und dann Schützen und wieder Stürmer. Okay, das heißt, ich brauche Flieger, Stürmer, Flieger. Und nehme, glaube ich, auch... Er hat... Ja, ich glaube, ich nehme... Pass auf, ich glaube, ich nehme den Flieger Bowser Jr. mit. Und den Stürmer Morten, das passt. Ich lasse meine Flieger vorne. Und dann stelle ich, glaube ich, hier zwei Stürmer dahinter. Und dann hinten, vielleicht noch einfach mal so. Ich weiß es nicht so genau, Freunde. Ich weiß es nicht so genau. Aber ich glaube, ich werde es einfach mal so probieren. Na, und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Wir sind auf jeden Fall wieder ein Level drunter, aber das waren wir vorhin auch. Das ist ja irgendwie ganz normal in diesem Spielmodus, dass du einfach immer ein Level unter dem empfohlenen Level bist. So, und dann schauen wir mal, was abgeht. Verteidigung plus 15, das ist halt krass. Also plus 15% finde ich bei Morten echt heftig. So, und dann gucken wir mal. Also ich meine, meine Flieger schallern in seine Stürmer jetzt hier. Ich glaube, Kampf 3 war der Kampf, wo seine Kommandanten im Vorteil waren. Da muss ich ja mal ein bisschen aufpassen. Also Kampf 3 muss ich auf jeden Fall mir eine Abstimmung mit Morten auf jeden Fall bereithalten, ne? So, ich lasse die jetzt einfach mal werfen. Ich bin cool damit. Hat eh nur einen getroffen, war jetzt nicht sehr, sehr optimal gelöst. Mhm. Immer noch 9-9. Das werde ich verhindern. 4 vereitelte Attacken, ne? Das war, glaube ich, stark. Das war, glaube ich, sehr, sehr stark. Was droppt er jetzt? Er droppt jetzt sogar noch einen Ansporn. Okay. So, 8-7 steht es aktuell. Seine Kommandanten machen jetzt Stuff hier. Ah, und die werfen den auf die anderen. Verdammt, haben sie 2 auf einmal rausgenommen. Ekelhaft. 6-4. Ah, und jetzt steht hier vor meiner Base hier so eine Sau. Aha, ich sehe schon. Ich bin echt am Überlegen, ob ich eine Abschirmung droppe. Na, dass Bowser Jr. hier nicht zu sehr auf die Fresse kriegt. Aber sehr schöner Angriff hier von meinen Paragoombas. I like. Und sein Kollege macht hier auch gleich den Schuh da vorne. Ja, Morten macht hier mal Feierabend. Doch, das sieht gut aus. Okay. Ohne Großkommandeurspunkte verwendet zu haben, hier auf jeden Fall mal ein guter Kampf. Wir müssen nur aufpassen, wenn er anfängt, viele Schützen zu haben. Also je mehr Schützen er dabei hat, habe ich persönlich das Gefühl, desto kritischer wird es für uns. Da achten wir dann gleich mal ganz in Ruhe drauf. So. Okay, halt wieder vorne 3 Stürmer. Das passt. Dahinter 2 Schützen. Nee, das passt auch. Ich glaube, auch das müsste ein Kampf sein, bei dem wir, glaube ich, gute Chancen haben. Da werde ich jetzt auch die quasi einfach mal kämpfen lassen. 3 Attacken vereitelt. Er hat immer 5 gleiche. Also 5 gleiche ist schon nicht ohne. Und er hat immer diesen Move, wo er immer mehreren Gegnern auf einmal Schaden macht. Das ist immer so ein bisschen ekelhaft.
So, Morten kriegt ein bisschen aufs Maul hier. Er vereitelt einen Moralangriff von mir, aber wir schallern seinen auch weg. Okay. Eigentlich müsste der Vorteil von meinen Fliegern jetzt irgendwann mal durchkommen. 8-5 steht's. Ja, ja. Das vereiteln wir nochmal. So, Morten kassiert sehr in diesem Kampf. Da müssen wir aufpassen. Aber doch, meine Truppen stehen bei ihm vor der Tür. Ja, 6-2. Wunderbar. Und jetzt habe ich sogar zwei Flieger. Sein Adjutant ist auch weg, ja. Nee, das sieht gut aus. Das sieht sehr schön aus. Also die Chucks, die er hat, haben viele Leben. Das sieht man. Meine Flapflaps sind aber sowieso nicht die stärksten. Die sind eher dafür da, na, hier die Verteidigung zu senken. Das ist das, warum die Flapflaps eigentlich eine sehr, sehr starke Truppe sind. Und das machen wir gleich nochmal. Und jetzt kriegt er sogar, glaube ich, ein bisschen mehr Damage, weil seine Verteidigung gesenkt ist. Und er kann jetzt halt meine Flieger nicht treffen. Na, das ist sehr schön. Doch, guter Kampf. So, und jetzt kommt, glaube ich, der, wo ich ein bisschen Krise haben könnte. Weil jetzt hat er sehr viele Schützen, die, glaube ich, auch so positioniert sind, dass meine Flieger ein bisschen im Nachteil sind. Da gibt es, glaube ich, einfach einen schönen Ansporn von Bowser Jr. Direkt zum Kampfbeginn. Ja, das sind diese Spikes. Er hat 6 davon. 6 Spikes. Das ist Aua. Aha, er droppt auch den Ansporn, dass seine Spikes hier schön hier, diese fetten Stachelkugeln werfen. So, ganz vorsichtig sind wir da jetzt. Und wir fangen direkt mit dem Goomba-Turm an. Nein, er macht Spießumdreher. Oh, du Sohn. Okay. Aber jetzt nehmen wir hier direkt mal seinen, wie hieß es, in Toxel Forte? Nee, ich weiß gar nicht, was der genaue Name für diese Pille war. Oh, aber von ihm kommen kaum Moralangriffe durch. Das ist sehr angenehm. Die kommen aktuell vor allem von meiner Seite. So, 3 von 4 vereitelt. Steht aktuell noch 9-8 von den Truppen her. Also noch sehr ausgeglichener Kampf. Bäm, 9-6, 9-5, 7-5. Was macht er? Ansporn nochmal, okay. Ich darf jetzt auch nicht zu viele meiner Punkte verwenden. So, die lasse ich jetzt. Die gehen nur auf meine Truppen, die vorne stehen. Und jetzt kommt er aber nochmal, das vereitel ich. Aber ja, von seinem Gift-Dude kann ich das, glaube ich, gar nicht vereiteln, ne? So, er steht bei mir vor der Tür. Und jetzt habe ich aber auch sogar seinen Kommandanten damit getroffen. Und Morten noch hinterher. 5-2, ja. Doch, Freunde, das sieht auch gut aus. Und der hat jetzt hier auch noch Schützen. Und das passt mir auch ganz gut, weil ich habe beim Goomba-Turm sogar noch einen Stürmer hier, der ihm einfach gut gibt. Da passiert gar nichts mehr, Freunde. Das ist ein weiterer Sieg für uns. So. Boots! Ich liebe diesen Goomba-Turm. Er ist so schön. So ein schöner Goomba-Turm. Good stuff. So, letztes Battle. Das heißt für uns, wir können wieder alles an Fähigkeiten rausballern. Er hat wieder viele Stürmer, nur ein paar Schützen dabei. Nee, das sieht doch ganz... Das sieht doch ganz chillig aus. Wir haben immer noch die Mortenabschirmung, sollte irgendwas anbrennen. Ich glaube, dass das hier eine sichere Nummer ist. Dann haben wir schon mal 2 wunderbare Wins jetzt in dieser Folge. Und zwar problemlose Wins. Ich finde es auch geil, wie meine Truppen mittlerweile fast nur noch aus Goombas bestehen. Ich habe hier den Goomba-Kommandanten, ich habe Paragoombas und ich habe den Goomba-Turm. Ja, also eigentlich eine geile Truppe, wenn man ehrlich ist. Es gibt nur leider keine Goomba-Schützen, sonst könnte ich auch noch Schützen hier damit machen. So, jetzt kommen die aber alle zu mir durch, aber meine Kommandantentruppe gibt denen ganz gut Damage. Jetzt kommt er aber hier mit einer Verstärkung um die Ecke, was ich auch ein bisschen ekelhaft finde. Immer noch 6-6. Da vereitle ich mindestens 1, einfach nur damit, weil wir es können. So. Oh nee, das ist nicht schön, Freunde. 4-6 steht es gerade. So, ich droppe jetzt hier direkt mal genau eine Abschirmung, weil er jetzt hier nämlich bei mir einfach vor der Fresse steht. Putz, nimmt aber schon mal hier 2 raus. Oh, Freunde, das sieht gar nicht gut aus. Ich sag's, wie es ist, das sieht nicht gut aus. Aber ich sag mal, mein Bowser Jr. ist im Vorteil gegenüber seinem Stürmer. Na? So, sehr schön. Damage auf seinem Adjutanten, wichtig und richtig. Das ist gut, doch, das ist gut, komm schon. Die gehen auf Morten, das passt. So, und jetzt muss ich noch seinen Adjutanten rausnehmen. Der ist fast down. Der ist fast down. Okay. Aber die gehen nicht auf seinen Adjutanten. Verdammte Axt. Oh, no, Freunde. Das war's. Ich habe echt verloren. Ich habe verloren. Das ist ätzend, Bro. Das darf doch nicht wahr sein. Weil er aber auch übel Verstärkung nochmal gedroppt hat.
Ah, was hätte ich denn hier jetzt machen sollen? No! Okay, Freunde, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Also, ich habe jetzt meine Formation so angepasst, dass sie eigentlich seine letzte Formation genau kontert. Also, ich habe meine Truppen genau so aufgestellt, dass ich eigentlich auf jeder Position im Vorteil sein sollte. Leider war Match 3 das genaue Gegenteil zu meiner Formation. Deswegen musste ich gerade hier in dieser vorletzten Schlacht extrem viele Kommandeurspunkte von Bowser Jr. einsetzen und habe jetzt nicht mal mehr einen Moralboost. Das heißt, ich muss einfach hoffen, dass meine Formation diesen Kampf gewinnt, weil ich mit Kommandeurspunkten den Kampf auf jeden Fall nicht mehr gewinnen kann. So viel kann ich festhalten. Ich habe noch eine Abstimmung mit Morten, das ist eine gute Sache. So, aber jetzt kommt hier die Verstärkung. Aber es steht 9 zu 3, 9 zu 2, oh mein Gott! Okay, komplette Rasur. Komplette Rasur. Entschuldigung. Wow. Ja, das sieht gut aus, Freunde. Da bin ich doch guter Dinge. So, und wie gesagt, ich habe ja meine Abstimmung immer noch. Das sieht gut aus. Ja, Kampf 3 hätte ich jetzt fast verloren, weil ich glaube, Kampf 3 und Kampf 4 sind von der Formation genau gespiegelt. Also alles, was in Kampf 4 jetzt anfällig gegen unsere Formation ist, ist in Kampf 3 anfällig, stark gegen unsere Formation. Ihr wisst, was ich meine, ne? Aber es scheint funktioniert zu haben. Auf jeden Fall die Strategie. Das ist sehr schön. Und so, ich glaube, ich droppe jetzt hier sogar nochmal tatsächlich den Block, weil dieser komische Flap-Flap jetzt noch da vorne schimmelt, aber sein Adjutant ist auch weg. Aber lieber soll Morten dann noch auf die Fresse bekommen, bevor Bowser Jr. auf die Fresse kriegt. Wir machen jetzt einfach einen stabilen Rin. Jawollo. So. Fies. Sehr, sehr fies, dass die Formationen hier genauso unterschiedlich sind. Dass man da verkackt. 4 Truppen jetzt aber. Wow. 12.600. Alle haben ein Level abbekommen. Bowser Jr. sogar nochmal hier mit einem Kommandeurspunkte plus. Morten hat einen neuen Move gelernt. Durch die Wucht des herabstürzenden Steinblocks werden alle am Boden befindlichen Einheiten in Mitleidenschaft gezogen. Drücke kurz vor dem Einschlag des Steinblocks im richtigen Moment A, um Morten und deine anderen Einheiten in Sicherheit zu bringen. Wenn der Steinblock einschlägt, springt Morten los. Drücke A, sobald er den Gegner erreicht, um zusätzlichen Schaden zuzufügen. Okay. 4 Level 34er Truppen. Goldmedaille beim Schergen rekrutieren. Man merkt den Final-Wipe, Freunde. Man merkt den Final-Wipe. So, und 3 neue Kämpfe hier vor uns. Der hier unten dann noch das niedrigste Level. Dann starten wir mal hier. So. Wir haben immer Stürmer vorne. 3, 4, 2, 3. Da mache ich 3 Flieger vorne hin. Und dahinter alle Stürmer. Das ist, ich glaube, da kann ich das tatsächlich jetzt sogar schon so ziemlich so lassen. So, dann machen wir wieder so eine schöne H-Formation. Die taugt eigentlich immer ganz gut. Dann nehme ich jetzt an der Stelle noch, ich glaube, Roy hier mit rein. Der ist nämlich auch Level 34. Na, machen wir es einmal so. Und Bowser Jr. mache ich definitiv auch zu dem Stürmer. Weil seine Kommandeure sind immer Schützen. Ne? Dann sind wir auf jeden Fall gut am Start. Ja, also, ich glaube, das müsste es eigentlich auch schon sein. Ich werde jetzt aber nochmal ganz kurz die Zeit nehmen und nochmal ein paar Bohnen verteilen, weil ich mittlerweile wieder einige habe. So, da können wir Morten auf jeden Fall noch auf Level 36 pushen. Das ist krass. Dann gönnen wir, glaube ich, hier auch noch dem Kommandanten Goomba. So, Fliegererfahrungsbohne plus geben wir ihm hier auch noch für wunderschöne Level-Ups. So, Schützenerfahrungsbohne. Boah, ich weiß gar nicht, mit welchen Schützen ich dann spielen werde. Mit Wendy und Larry auf jeden Fall. Ich habe echt nicht viele Schützen, Gott verdammt. Na, vielleicht sollte ich eher meine Shy Guys hier pushen. So, Kommandeur Shy Guy. Dich nehmen wir auf jeden Fall noch mit ein Level hoch. Ludwig können wir auch noch ein Level abgeben, aber nee, Ludwig wird da nicht mehr mitkommen. Das war, glaube ich, gerade ziemlich gewastet. Naja, nicht so schlimm. So, super Erfahrungspunkte. Plus, wir können 10.000 Erfahrungspunkte verteilen. Ich glaube, dann push mir Larry auf 35, ne? Was soll's? Ich muss ein bisschen meine Schützen hier auf jeden Fall auch pushen. So, KP-Bohnen. Die gebe ich Mordner. Der wird mein bester Kommandeur, Adjutant bleiben. So, Verteidigung geben wir ihm. Der Typ hat einfach eine Ultramaschine. Das ist das Ziel, Freunde.
Einfach No Limits für ihn. So, und noch hier. Ein paar Keulen, die hier Bowser Jr. noch ein bisschen pushen. Okay, so, dann gucken wir mal. Aber eigentlich gegen so viele Schützen müssten wir doch eigentlich theoretisch leichtes Spiel haben. Wir haben sehr gute Stürmer. Bowser Jr. mit ja, seinem vorletzten Kommandeurspunkt. 9 von 10 möglichen hat er jetzt. So, und dann gucken wir mal. Er hat natürlich immer jetzt viele gleiche, ne? Das ist natürlich jetzt auch nochmal eine Sache. Also ich glaube, wenn seine Eisbrüder hier jetzt dann anfangen, irgendwann Gruppenattacken zu machen, ich glaube, das wird dann schon nicht so schmecken, aber trotzdem, da steht jetzt schon 9 zu 7. Überraschungsbox bestimmt auf Stürme, oder? Ja, ist das absehbar. Na, das Spiel weiß natürlich, dass man hier viele Stürmer mitnimmt. Und natürlich gibt dann die Überraschungsbox zufällig ein bisschen Stürmerschaden. Aber hey, mein Goomba-Turm macht hier guten Stuff. Gefällt mir. Ja, und das war's dann auch an der Stelle mit dem ersten Kampf. Boah, da bin ich jetzt sehr gespannt, ob wir jetzt hier noch in großen die Bredouille kommen, ne? Ob es jetzt hier noch fett Probleme geben wird oder nicht. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Na, wir müssen ja mal üben. Ich übe jetzt diese Steinblockpresse von Morten. Ich will einfach wissen, was die kann. Und ich will die einmal eingesetzt haben, damit ich weiß, worauf ich mich hier einlasse. Komm, Steinblock! Aha! Ja, okay, verstanden. So, die Frage ist nur, wie viel Damage habe ich ihm denn jetzt gemacht? Ah, stimmt. Bei diesem Toxidoxel-Forte oder wie es heißt, kann man ja gar nicht vereiteln. Och, ja, natürlich direkt nochmal. Säcke. Ja, genau. Und ja, was ist das denn jetzt hier schon wieder? Aber mein Goomba-Turm steht immer noch. Wie eine Eins. Natürlich, Freunde. Aber sein Adjutant ist schon down. Beeindruckend. Da ist hier Roy direkt zum gegnerischen Adjutanten vorgestürmt und gibt ihm voll auf die Schnauze. Hä, er steht 8 zu 7 und sein Kommandant ist fast down. Let's go! Was ein geiler Kampf. Roy, du Ultramaschine. Ja, das war doch schön. Aber ich hatte jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass der Steinblock irgendwie jetzt so krass reingehauen hat, oder? Oder kam das jetzt irgendwie falsch rüber? Aber ich hatte jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass es jetzt hier, ja, dass es jetzt massiv den Kampf beeinflusst hat, ne? Wisst ihr, was ich meine? So, aber Moralboost kann ich auch. Oh yeah. Und erst wieder eine schöne Verteidigungssenkung ins gesamte Team. Dass alles, was wir hier tun, noch mehr Schaden macht und noch mehr wehtut. So, die machen eh nicht so viel Damage. Die halten, glaube ich, nur viel aus. Ich glaube, diese Käfer sind vor allem Tanks. Die haben sehr, sehr, sehr viele Leben. Ja, und ich stehe schon wieder vor seinem Adjutanten. I like. Ah, jetzt kommt hier der ekelhafte Spießumdreher. So, nochmal seine Käfer. Da reicht es sogar jetzt, um mir Damage zu machen. Ah, und der steht jetzt hier bei mir vor der Tür. Na, du bist jetzt hier ein ganz harter, oder? Ja, aber 5-2, Freunde. Gar kein Problem. Oh, schon wieder Spießumdreher. Aber Spießumdreher macht halt wirklich nicht viel Damage. Also, das ist zwar irgendwie eine nervige Attacke, weil man halt seinen Move nicht durchbekommt. Aber wirklich groß Schaden tut er einem nicht. Das muss man ehrlich sagen. Also, ich habe das ja auch, oder wir haben das ja auch ein, zweimal hier in den Matches eingesetzt. Ja, keine Ahnung. Finde ich, hat jetzt nicht so den großen Unterschied gemacht. So, und die waren weird. Ne, die waren nur zu fünft. Warum? Kommt der direkt mit Verstärkung jetzt um die Ecke? Oder ja, das dachte ich mir. Okay, mit noch mehr Schützen. Ja, dann sind wir aber eigentlich ganz gut aufgestellt. Aber ich kann hier noch anspornen und vor allem, ich könnte noch zweimal anspornen, sehe ich gerade. Oder ich könnte auch eine Vesperzeit droppen, aber dann könnten wir nicht mehr anspornen. So, auf den Flap-Flap ist immer Verlass. Steht auch schon 9 zu 6 von den Truppen her. Yes! Alter, Roy ist so gut. Also wirklich. Roy ist insane. So, okay, er kommt mit nochmal einem Dude. Also dieser Kampf basiert einfach sehr darauf, dass er mit ganz, ganz vielen Verstärkungstruppen um die Ecke kommt. Aber ich stelle jetzt hier auch noch einmal Roy vor Bowser Jr.
um ihn gleich doppelt und dreifach nichts anbrennen zu lassen. Aber es sind halt immer Schützen, die er holt, ne? Das ist, wenn der Gegner immer nur so einfache Truppen verwendet, passiert da nicht groß was. Das ist das Schöne. Da kann man dann seine Truppen genauso aufbauen, dass da eigentlich gar nichts anbrennt. So, nochmal der Angriffsboost auf Morten. Oh, aber ich sehe gerade, dass wir hier gerade massiv kassieren. Was soll das denn? Okay, er geht zurück. Aber Bowser Jr. ist auch noch am Start. Und ich habe nochmal den Ansporn für uns beide, ne, falls wir Bock haben. Okay, also ich habe dann doch ganz gut kassiert, weil es halt auch immer diese Toxidoxel-Verstärkung ist, die der Kollege gerufen hat, ne? So, hier direkt nochmal mit voller Moral. Damit hier Morten und Bowser Jr. auf jeden Fall nochmal ihre Fähigkeiten raushauen. Aber sein Kommandant ist auch fast down. Also, ich glaube, das sieht gut aus. Vor allem, die haben mich noch kein einziges Mal getroffen. Holy shit. Ja, jetzt hier nochmal ein ganz gefährlicher Boomerang. Und das war's, oder? Reicht das? Nee, noch nicht. Morten, gib ihm, gib ihm. Sehr schön. Aber er hat sich, also es war knapper, als ich ursprünglich vermutet habe. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich hätte erwartet, dass ich hier ein bisschen mehr durchmarschiere. So, wieder 12.000 Erfahrungspunkte. Ordentlich Level-Ups. Auf 36 ist die Truppe jetzt schon. Oha. Schöne Level 35 Schützen. Die kann ich gut gebrauchen, Freunde. Weil ich sehr, sehr wenige gute Schützen habe. Und ich glaube, genau diese Schützen werde ich jetzt auch brauchen. Weil hier haben wir Flieger, Freunde. Sehr viele Flieger. Und ja, ich werde euch dann beim nächsten Mal begrüßen, Freunde, mit einer hoffentlich passenden Aufstellung. Und dann marschieren wir ganz gefährlich Richtung Bio-Trio. Danke fürs Dabeisein. Großes Dankeschön noch an Hygris Ski, JT90 und Lord Dark Flo für euren dicken Support. Thanks, guys.